Herzlich willkommen bei DPOR, den Dark Priests of Raven. Ich bin der Ram und heute spiele ich mal wieder eine Runde Showdown. Dieses Mal als Tristana und ausgerechnet gegen einen meiner absoluten Lieblinge, den guten alten Gragas. Und alle, die mich etwas besser kennen, können sich sicherlich denken, warum er zu meinen absoluten Lieblingen gehört. Ja, für den Anfang habe ich mir erstmal ein paar Laufstiefel geholt, 4 Heiltränke und natürlich die Wahrsagerbrille. Und zum Kampf selbst würde ich sagen, wenn ich es schaffe, den Gragas nicht an mich rankommen zu lassen, wird er mich auch nicht töten können. Er kann zwar seine Fässer nach mir schmeißen, aber totkriegen tut er mich damit nicht, wenn ich ein wenig aufpasse. Und somit mal schauen. Ja, zuerst habe ich den explosiven Schuss geskillt, welcher auf der E-Taste liegt. Die passive Fähigkeit ist nämlich gut zum Farmen, da man mit ihr AOE-Schaden verursacht, wenn man einen Minion tötet. Ja, und wenn man diesen Schuss aktiv verwendet, verringert er 5 Sekunden lang jegliche Heilung und Lebensregeneration. Ups, und jetzt sollte ich mal aufpassen, da kassiere ich nämlich schon den ersten. Und das nächste Fass trifft auch. Ist nämlich gar nicht so leicht, denen auszuweichen, da die doch einen relativ großen Explosionsradius haben. Boah, jedes muss nun aber auch nicht treffen. Aber gibt Schlimmeres. So, aber dafür habe ich mehr Heiltränke mitgenommen. Naja, vom Farmen her noch sehr ausgeglichen. 4 zu 4 ist okay. Ups, und ich glaube, jetzt will das wissen. Naja, mal schauen. Komm, Digga, komm. Einen noch vom Tower. Und auch Treffer. Und oh, und der stirbt doch noch. Ich glaube, das war jetzt mein bisher schnellster Sieg im Showdown. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wäre eine positive Bewertung oder einen Daumen nach oben natürlich sehr nett. Bis zum nächsten Video, euer Ram.